Das geht dann gleich in die Mülltonne. Hallo Spectatores, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir machen heute so ein zweiteiliges Video. Ich habe ein Fanpaket von Alexander bekommen. Schon wieder. Erstmal ganz lieben Dank dafür. Das werden wir im ersten Teil des Videos austesten. Dann kochen wir was Leckeres zusammen. Dann werde ich euch zwei Biere vorstellen, die halt in dem Fanpaket drin waren. Das kann ich mal spoilern. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Gerne liken und abonnieren und keine Ahnung was, so voll unten in die Videobeschreibung gucken, die Produkte. Auch eventuell die Biere, wenn ich sie bei Amazon finde, werde ich dort verlinken. Vielen Dank und viel Spaß. So, hier seht ihr denn das Fanpaket vom lieben Alexander. Ich habe das Intro noch nicht gedreht. Ich werde jetzt gedreht von diesem Video. Ich habe schon mal genug Polsterung. Ich sollte Alexander hier meine Feuerzeuge zustecken, aber die habe ich jetzt alle weg. Hier haben wir einmal ein Kölschglas, also die Reste davon. Ja, doch schlecht gepolstert. Das geht dann gleich in die Mülltonne. Zumindest ist aber das Bier, von dem er schrieb, heile angekommen. Hellers Kölsch, da hat er was von geschrieben. Ich kannte die ganze Firma nicht. Aber da werde ich gleich mal was zu sagen. Was haben wir hier noch? Hellers Weiß. Weißbier. Schöne Grüße an meine Mutter, wenn du mich hörst. Dann haben wir hier die Granger, da hat er mir auch was von erzählt. Geschrieben, ob ich die kennen würde. Ich habe mal gesehen, aber ich weiß darüber nichts. Werde ich aber mal vorstellen, wenn ich da mal zu komme. Was haben wir hier? Westlight Quickies. Für Westlight Hülsen. Achso. Golddollar Zigaretten. Was ist das denn? Ach, er hat mal irgendwie hier alten Zigaretten auf dem. Irgendwo gefunden. Gekauft auf dem Flohmarkt oder was. Hat er mich nur gefragt, ob man den rauchen kann. 10 deutsche Pfennig. Und dann haben wir hier noch ein paar Bierdeckel der Heller Brauerei. Ich kannte die, wie gesagt, gar nicht, aber sind bio. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Ja, wie angesprochen, machen wir Zwiebelfleisch. Aber nimmt man normalerweise Schweinenacken, ich habe euch welchen gekauft. Ohne Knochen war im Angebot. Ja. Und dazu braucht man natürlich Zwiebel. Für Zwiebelfleisch braucht man Zwiebeln, so wie Senf. Einfach hier ein paar Salz und Pfeffer, ganz normal. Eigentlich reicht eine Sorte Bier. Ich würde dieses Weserländer nehmen, das ist ein untergäriges Bier aus Braunschweig. Von der Wolters Brauerei wird das hergestellt in Braunschweig. Und wie ihr sehen konntet, hat Alexander mir dieses Fanpaket zugeschickt und da waren diese beiden Biere drin. Ich werde einfach einen kleinen Schluck von reinmachen, da freut Alexander sich, glaube ich. Ich habe jetzt hier meinen Schweinenacken. Ich habe 1400 Gramm gekauft. Ich weiß noch nicht, ob ich alles verwenden werde davon. Ich wollte nämlich auch was für mein Frühstücksfleisch übrig behalten. Ich schneide das jetzt hier in dünne Scheiben. Eigentlich müsste man das noch dünner machen. Ich habe das mal im Internet gesehen. Die haben das sogar noch mit dem Fleischklopfer dünner gemacht, geplättet halt. Aber ich habe keinen Bock, das Ding auch noch abzuwaschen. Darum lasse ich das einfach ein bisschen länger schmoren. Ich denke mal, das wird auch funktionieren. So, ungefähr die Hälfte vom Fleisch habe ich schon mal geschnitten. Mir ist eingefallen, ich sollte vielleicht erstmal eine kleine Lache Bier in den Topf reintun. Leider nichts für meine Sammlung.
So, dann habe ich hier meinen Alu-Bräter. Wer so einen haben will, guckt unten in die Videobeschreibung. Ich gebe da mal einen kleinen Schluck Bier erstmal rein, damit mir das Fleisch dann nicht anbrennen kann. So, dann gebe ich da jetzt erstmal mein Fleisch rein. Nur das eine, ich will das ein bisschen sauber aufschichten. Klingt mir sowieso nicht. So, dann kommt jetzt erstmal das Salz drauf. Ich habe hier wieder mein klassisches Himalaya-Salz. Das finde ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie diese wunderbaren Pfeffermühlen. Die sind echt klasse, sind natürlich nicht ganz günstig. Aber dafür kommt da was raus. So ein billigen Ding, da kommt nie was raus. Man muss sich irgendwie einen Wolf drehen und darum ist das schon ganz gut so, auch wenn die ein paar Mark gekostet haben. Dann natürlich noch Pfeffer. So, dann nehme ich mir hier mal meine Zwiebeln. Ich habe diese Woche ganz gut Zwiebeln verbraucht. Heute haben wir Sonntag, den 5. Mai oder 4. Mai, ich weiß es gar nicht. 5. ist schon heute. Am Mittwoch hatte ich... Am Mittwoch war 1. Mai, oder Mai-Feiertag. Da hatte ich meine Verwandten und Bekannten zu Besuch. Da habe ich auch Schmorzwiebeln bereitet. Das Video habt ihr ja schon gesehen, wenn dieses Video online kommt. Da habe ich Schmorzwiebeln gemacht. Da habe ich ganz viele Zwiebeln neulich geschält. Mir fällt ein, ich muss das Video erstmal hochladen, bevor ihr das sehen könnt. Dann kann das nämlich hochladen, rendern und hochladen und verarbeiten. Dann nehme ich hier meine Zwiebel und schneide die einmal hier in der Mitte auf. Und schneide mir da dünne Scheiben von runter. Muss nicht so gleichmäßig sein, da geht hier alles noch im Schmoren ein. Und ich habe mir überlegt, die zweite Schicht oder die dritte Schicht, die mache ich dann mit den Schmorzwiebeln von neulich. Da werde ich noch ein paar Bilder einblenden, wie ich die gemacht habe. Gleich, nachher, keine Ahnung wann. Weil Zwiebeln kosten auch Geld und ich habe nicht alle Schmorzwiebeln neulich verbraucht. Und ich weiß nicht, was ich für den Schmorzwiebeln essen soll. Wie ihr gesehen habt, ich habe Leber dazu gemacht, echt eklig, aber allen hat sie gut geschmeckt. Bloß ich brauche die ganzen Schmorzwiebeln halt nicht, dann kann ich die auch hier mit reinmachen, dann sind sie wenigstens weg. Ja, dann verteile ich hier meine Zwiebeln auf dem Fleisch. Ursprünglich war es irgendwie was aus Thüringen, ich habe das nur nicht ganz, ich habe den Namen vergessen, darum denke ich, das ist einfach Zwiebelfleisch. Auch wenn es eigentlich kein Zwiebelfleisch ist, weil ein normales Zwiebelfleisch kommt nämlich kein Bier rein, soweit ich weiß. Das ist irgendwie was aus Thüringen, ich habe das bei TikTok, glaube ich, gesehen. Und wieder ganz gut Zwiebeln mal drauf. Ja, da sind jetzt die Zwiebeln drauf. Ich habe da noch eine halbe draufgetan, nenne ich es einfach mal. Da lege ich dann jetzt wieder Fleisch drauf. Das werde ich gleich würzen, genauso wie eben. Ja, hier kommt dann auch noch eine schöne Ladung Pfeffer oben drauf. Das ist gerade Salz, aber Pfeffer kommt da gleich auch noch mit drauf. Ja, heute ist wieder Formel 1. Großer Preis von Miami. Gestern war der Sprint Lewis Hamilton nachträglich 20 Sekunden bekommen. Der hat so schön gekämpft im Rennen. Mal gucken, was heute von den hinteren Startplätzen da ausgeht. So, dann nehme ich hier diesen Bautzener Senf, der ist mit Abstand am billigsten. Was ist euer Lieblingssenf? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Eigentlich ist meiner der von gut und günstig. Aber heute nehme ich mal diesen hier. Ich habe den übrigens gerade bei der unteren Schicht vergessen, darum habe ich ihn nicht benutzt. Kann nicht alles funktionieren. Eigentlich klappt das ja gar nicht so mir, aber gut. So, das hier ist der Rest Schmorzwiebeln. Sieht nicht sonderlich schön aus. Und wie ich die mache, zeige ich euch jetzt. Drauf und dran, die Zwiebeln, die Frikadellen vorzubereiten. Da fiel mir ein, ich muss ja noch Schmorzwiebeln machen. Die muss ja irgendwas auf die Leber drauf. Das mache ich einfach eben.
Und ihr könnt mich dann mal wieder eine Runde schneiden sehen. Ich habe jetzt hier Zwiebeln. Ich mache das genauso wie bei dem Salat. Ich schneide die einfach hier in Scheiben. Das muss natürlich nicht alles zu fein sein. Wieder bitte leicht gewürzt. Wisst schon, Salat, Gurkengewürz, Salz. Kommt ein bisschen Zucker mit oben drauf. Und wird halt in Butter angebraten. So, ich habe jetzt hier Butter. Ich habe die nur leider mit schmutzigen Pfannenwänden rausgeholt. Weil ich mit dem Zeitdrucker aber erstmal auf Stufe 9 von 9, dass das eben einfach eben schnell hier anfängt zu schmelzen. Und dann werde ich jetzt gleich den Ofen löschen, den Herd gleich einmal runterstellen. Es geht einfach nur darum, dass ich schnell Flüssigkeit hier im Topf habe. Dann kommt da Salatgurkengewürz drauf. Und wie heißt es? Zucker, damit er ein bisschen karamellisiert, ein bisschen braun wird. Ich hatte die Zwiebeln, ich habe die Zwiebeln schon jetzt gerade geschnitten, der ganze Topf ist voll, sonst hätte ich die Butter auch oben drauf gegeben, aber das geht ja dann so nicht. So, und den Herd habe ich Stufe 2 von 9 zurückgestellt. Nun kommen halt die ganzen Zwiebeln rein. Also die Butter soll auch nicht zu heiß werden, sonst wird sie eklig. Guck mal, das hat doch gerade noch gepasst. Die Beleuchtung ist nicht ideal, das weiß ich. Kannst du gerade nicht ändern. So, jetzt ist glaube ich ein bisschen wenig Flüssigkeit und dann kommt noch eine Ladung Butter oben drauf. Dann erhöht ihr mit den Zwiebeln leichter das Wasser verlieren. Eine richtig schöne Lache von dem Salatgurkengewürzsalz. Und noch eine schöne Portion Zucker. Über Kalorien machen wir uns heute keine Gedanken. Ich mache da gleich einen Deckel drauf und dann kann das eben schön vor sich hin simmern. Ne, ich will die nicht wegschmeißen. Die ganze Butter drin kostet ganz gut Geld. Und generell schmeiße ich Lebensmittel ungern weg. Und darum machen wir die jetzt hier damit rein. Ich meine, das schmeckt ja auch hublos. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst damit essen sollte. Und ich habe keine Lust, schon wieder Frikadellen zu essen. Die hatte ich jetzt die letzten Tage genug. Aber noch mit eingefroren. Ich werde auch kommende Woche nochmal schön was Mettiges essen. Also Content für euch ist da. Auch wenn dieser nicht sonderlich für mich schön zeigt. So sieht das jetzt derzeit aus, nicht sonderlich schön, aber es wird wohl schmecken. Da kommt jetzt Fleisch drauf und nochmal Zwiebeln. Wo wir schon gerade Alexanders Fanpaket behandeln. Ich habe hier noch den wunderbaren Ursenf von ihm. Den mache ich da ein bisschen was von drauf, ist eigentlich viel zu schade, aber so kann Alex den nochmal halt im Video sehen und ich esse ihn nicht nur hinter der Kamera einfach heimlich still und leise für mich auf. Ich finde er so teuer, ich mag ihn eigentlich gar nicht benutzen. 7,49 steht drauf, würde ich für Senf nie ausgeben. Früher hat so ein gut und günstig Glas 49 Cent gekostet, jetzt auch schon 69 Cent, wie ich gestern gesehen habe. Ja, es ist einfach alles teuer geworden, alles eklig teuer. Und irgendwie verdiene ich auch nicht mehr Geld als vorher. Apropos Fanliebe, ich habe ja auch noch den wunderbaren Grillsenf von Daniela, Sascha und Kindern. Der ist recht süßlich. Da mache ich auch noch was von drauf. Ich finde das schön, wenn ich schon mal Fanpakete bekomme. Ich meine, das ist ja recht selten, leider. Dann kann man das, will ich die paar Leute, die mir eine Freude machen, will ich die halt auch im Video ehren. So, und den Rest mache ich dann einfach mit dem ganz normalen Bautzener Senf, weil das einfach zu teuer ist. Und zu schade, einfach das in so einem Auflauf zu machen. Ja, was wäre mein Kanal ohne die allseits beliebten Jalapenos? Ich bin ja mittlerweile schon berühmt, bekannt, wäre auch geprahlt für meine Kochrezepte, nur die fragte sogar. Und mal jemand, wann werde ich denn mal wieder ein Kochvideo veröffentlichen? Ja, habe ich für mich gestern Abend, aber leider eine Wiederholung. Ich habe das nicht geschafft, das erste Mal Video pünktlich fertig zu schneiden. So, dann mache ich ein wenig Jalapenos hier drauf.
Einfach nur Alibi Jalapenos. Das ist im Originalrezept natürlich nicht vorgesehen. Aber das sind einfach Klassiker meines Kanals. Genauso wie wenn wir vom Klassiker auf meines Kanals reden, dann darf das Bratchen in Gewürzsalz ja auch nicht fehlen, oder? Einfach nur Lager oben drauf. Ich will nicht, dass es alles nach Bratchen in Gewürzsalz schmeckt. Was für meine Sammlung. Ja, dann gieße ich dann noch im Alibi-mäßig was von diesem Bier rein, das ich gleich noch testen werde, während das gleich im Ofen ist, das Essen. Ich werde ein paar Infos raussuchen und da das Review dazu für euch abdrehen. So, ich habe mein Handy aus der Hosentasche gefallen. Ja, ich habe mich in der letzten Abend schon ein bisschen schlau gemacht über die Firma Heller und diese beiden Biere, die ich gleich testen darf, das Kölsch und das Wies. Kölsch für Weiß. Ich erzähle euch was über die Brauerei an sich und dann hole ich mir das mal Gläser, habe ich vergessen. Ich habe aber vergessen zu erzählen, dass ich das Gericht, was wir vorhin gerade zusammen bereitet haben, bei 160 Grad für ungefähr 2 Stunden in den Ofen geschieben muss. Das steht das jetzt schon seit einer halben Stunde drin, das riecht ganz lecker und ich fange an, euch was über die Brauerei zu erzählen, die Firma Heller. Ja, die Firma Heller ist eine Kölsche Institution, so habe ich das rausgelesen. Ich kannte die Firma nicht, aber ich bin auch kein Bierexperte, wie ihr alle wisst. Jedenfalls schließt diese Brauerei nach 33 Jahren, ist allen Leuten, insbesondere der Chefin, die Chefin mag wohl Mitte 30 sein, macht das jetzt in zweiter Generation und die ist halt, hat es halt per Instagram verkündet, dass die Brauerei schließt, aber nicht die Brauerei, der Biergarten, nenne ich das einfach mal. Ja, nach 33 Jahren schließt die Brauerei Heller. Einfach aus Kostengründen, die ganzen Energiekosten und so weiter steigen ja. Und in den 33 Jahren wurde halt wohl nicht investiert und das kommt halt alles jetzt knüppeldick und darum. Die haben sämtliche Szenarien durchgespielt, aber es lohnt sich letztendlich nicht weiter, da Bier zu produzieren. Die bekanntesten Biersorten, die Firma Hellers herstellt, ist einmal dieses Wies hier und das Kölsch. Das sind die beiden Aushängeschilder, ich hoffe, ihr seht das soweit alles, haben beide 4,5% Alkohol. Das sind die Aushängeschilder. Es gibt jedoch noch ein klassisches Pilz, eine leichte Version, ein Weizen, aber das gibt es nur im Sommer. Und das Ganze und den Bock gibt es ganzjährig. Darüber habe ich aber nichts erfunden, habe ich mich nicht informiert. Ich erzähle euch gleich noch was über die beiden Sorten, die ich gerade in die Kamera gehalten habe. Zu erwähnen ist, wie ich ja gerade schon im Intro gezeigt habe, dass alle Produkte, die dieses Bio-Siegel haben, das ist nicht der Bierdeckel, wie ich das vermutet habe, sondern die Biere sind Bio-Biere. Und das schon vor über 30 Jahren. Die Produktion geht noch bis Mitte dieses Jahres. Generell kann man sagen, dass der Bierkonsum der Deutschen zurückgeht von 2022 auf 2023 um 4,5%. Und das ist aber schon seit Jahren ein Trend. Allerdings hat das die Corona-Pandemie auch dazu beigetragen, dass der deutsche Bierkonsum zurückgeht. Erstmal die ganzen Kosten. Weil so ein Biergarten kostet wahrscheinlich 4 Euro. Für 2 Biere im Biergarten habe ich jetzt neulich eine ganze Kiste, bis auf 1 Euro eine Kiste Weserländer gekauft. Das ist logisch, dass sich da keiner mehr in der Kneipe oder im Biergarten setzt. Generell ist also ein Rückgang des deutschen Biermarktes zu verzeichnen. Nur von Kölsch. Wenn wir nur von Kölsch ausgehen, dann sind das übrigens nur 1,5% von 2022 auf 23. 2019 wurden noch 1,75 Millionen Hektoliter Kölsch produziert. 4 Jahre später, in 2023, waren es nur noch 1,49 Millionen Hektoliter. Das ist ein Rückgang von 15%. Ja, und auch daran hatte halt Corona Schuld, wie ich gerade schon erzählt habe. Das Kölsch und das Wies, was ich jetzt hier vorstelle, sollen übrigens auch noch weiter produziert werden von einer anderen Brauerei. Aber wer das nun macht, das steht noch nicht fest. Ja, kümmern wir uns jetzt erstmal zum nächsten Mal um dieses Wies. Hat 4,5% Alkohol, wir haben hier eine 0,33 Flasche, besteht aus Wasser, Gerstenmalz, Weizen, Malz und Hopfen und Hefe. Hier steht drauf, obergärig, naturtrüb, mit langer Tradition, gebraut von der Familienbrauerei Heller, über 30 Jahre nachhaltige Handwerk auf dem Herzen des Quartier La Teng. Heller, Bio of Köln. Es riecht süßlich,
ich bin ja kein Freund von Weißbier. Hat aber nicht die. Riecht ein bisschen Ananas. Hat man nicht diesen Bananengeruch, sondern es riecht ein bisschen Ananas. Der Brauprozess ist übrigens identisch mit dem des Kölsch, was ich gleich noch testen werde. Es riecht aber nicht filtriert, dieses Bier, das werdet ihr gleich sehen. Und dadurch ist es vollmundiger als das Kölsch. Es soll floral riechen, es riecht für mich wie Dosenananas. Aber nicht schlimm. Also es ist nicht so unangenehm wie dieses Weißbier, was ich so kenne. Ich schieße mir gleich was ein, ich hoffe, ihr seht das alles. Das hat halt diese typische Farbe für Weißbier. Trüb ist es. Es schmeckt aber ganz interessant, muss ich sagen. Leicht säuerlich schmeckt es. Hat nicht diesen typischen Weißbiergeschmack, worum ich auch nicht traurig bin, aber ich mag das wohl. Hatte ich wirklich Sorge darum, dass es mir nicht schmeckt. Weil ich habe das mal weiß schon mal probiert oder schon öfters probiert, auch verschiedene Sorten. Es ist nicht meins. So, kommen wir jetzt mal zu diesem strohgelben Kölsch. Der soll wirklich sehr hell. Hat eine feine Schaumkrone, ihr seht's. Es soll nach Kräutern und Erdnoten riechen. Kräuter rieche ich raus, ich weiß aber nicht welche. Das stimmt aber. Alles, was ich im Internet steht, ist richtig. Es ist süß im Antrunk, kann ich wiedergeben. Und im Abgang ist es bitter. Hier steht dezente bittere im Internet auf der Homepage schon heller. Aber ich finde es doch sehr, sehr bitter, aber nicht unangenehm. Und es soll halt zu leichten Gerichten sowie zum kölschen Klassiker halber Hahn passen. Ja, diese Bierreviews, euch interessiert das ja nicht so. Und ich weiß auch nicht, wie die interessant gestalten soll. Darum habe ich das in dieses Essen und Unboxing-Video mit reingeschnitten. Wir machen jetzt zusammen Rosmarinkartoffeln und einen kleinen Salat. Jo, ich mache mir so einen Karotten-Tomaten-Salat, nenne ich es einfach mal. Ich habe noch Karotten da von Mittwoch und ich esse so keine Karotten. Darum dachte ich, mache ich mal einen Salat. Ich will mal was anderes, auch einen anderen Salat essen, außer den mit der Eisbergsalattüte, Schafskäse drin, Öl drin und so weiter. Ihr kennt das, ich habe das schon häufig genug gezeigt. Und ich werde jetzt hier aber hier die Karotten schälen. Dann werde ich da kleine Stücke von schneiden, weil ich kann es schlecht beißen. Und wir schneiden jetzt einfach dünne Scheiben von runter. Dann kommen die in diese wunderbare 90er Jahre Tupperware-Schale. Und das zeige ich dann gleich. Ja, und dann kommt da im Wesentlichen Knoblauch und Tomaten rein. Und hier alibimäßig Jalapenos. Ich nehme mir die Scheibe Tomaten, die habe ich Mittwoch extra noch bei Netto gekauft. Kilopreis 1,69 war im Angebot. Das geht ja noch. 1,69 geht, aber ich zahle nicht fast 5 Euro für Paprikaschoten, darum habe ich am Mittwoch in den Salat keine Paprikaschoten reingemacht. Und die schneide ich jetzt einfach hier in dünne Scheiben. Ich bin eigentlich auch kein Tomatenfreund, aber in Salat gehört das nicht rein. Und das ist ja gesund. Ich muss ein bisschen Vitamine zu mir nehmen. So, kommen wir mal zum Knoblauch. Ich habe Mittwoch schon festgestellt, dass es leider einer mit mehreren Zähnen. Ich hatte auch mal welchen aus dem gleichen Laden. Da war diese ganze Knolle eine Zehe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich habe ja nie Lust, Knoblauch zu schälen. Ah, wieso ist das denn hier so festgewachsen? Knoblauch ist auch teuer geworden. Das Zeug kostet 19,90 Euro, das Kilo, was ich hier habe. Komm schon. So, ich zeige euch, dass ihr den Knoblauch einfach im Schälen enden ab. Einmal der Länge nach einschneiden. Und dann geht das schon irgendwie. Und dann natürlich in dünne Scheibenstücke, keine Ahnung was schneiden. Eben einmal drüber hacken. Nicht so schön dicke, zähe Knoblauch im Mund zu haben. Und dann kommt das auch schon hier einfach mit rein. Du nicht. Wo ist das Ding? Da. Schale wollen wir nicht haben. So, ihr seht, ich habe da ein bisschen Knoblauch reingemacht. Das waren so viel Zehen oder so. Bisschen Jalapenos, ihr wisst warum. Tradition wollen wir nicht sterben lassen. Apropos Tradition. Ein wenig Salat, Gurkengewürz, also nicht zu viele Experimente. Ein bisschen Pfeffer drauf. Nicht so viel, weil die Jalapenos bringen ja auch schon ein bisschen Dampf, nenne ich es immer. Dann kommt da noch ein bisschen Salatöl oben drüber.
dann kann ich es auch schon durchrühren. Ich habe nur eine kleine Portion gemacht. Man könnte natürlich auch hier noch schön Oliven und Kuhmilchfeta oder richtigen Schafskäse reinmachen. Aber ich will derzeit ein bisschen Geld sparen. Ein bisschen Jalapeno-Wasser, damit wir ein bisschen Flüssigkeit haben. Und dann können wir das Ganze hier auch ziehen lassen. So, dann dachte ich, probieren wir mal diese Rosmarinkartoffeln aus. Die habe ich vor Ewigkeiten schon mal gekauft. Von Firma Pop, wenn ich die bei Amazon finde, finde ich die auch unten. Alle schwer mehr von Rosmarin, ich bin da überhaupt kein Freund von. Aber wir machen das jetzt hier mal zusammen. In 10 Minuten fertig. Ich wollte eigentlich Kartoffelstampf essen, aber der stinkt schon. Darum mache ich mir mal lieber frische Sachen. So. Ich habe das eingefroren, das ist seit Ewigkeiten abgelaufen. Ich habe es mal frisch eingefroren. Ja, ich habe es aber in der Tiefkühltruhe vergessen. Ich gebe dem jetzt erstmal Stufe 7, damit das erstmal 7 von 9, damit das hier mal fängt aufzutauen. Ich weiß gar nicht, ob man da Öl reingießen muss, da steht auch nicht so wirklich was auf der Packung drauf. Es steht drauf, bis eine gewisse Bräune reicht ist und dann da soll eine Pesto da reinkippen. Nun ja, ich bin ja mal gespannt, ich weiß nicht, ob man da Öl oder sowas reinmachen muss. Ich mache da ein bisschen Butter rein. So, ich gebe da jetzt ein Stückchen Butter mit rein. Die Pfanne wird schon warm und das wird schon irgendwie alles hinhauen. Das Auftauen geht aber schneller, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt ungefähr 15 Minuten hier auf dem Ofen. Erstmal die Pfanne finde ich hier in der Videobeschreibung. Ich bin froh. Ich bin wirklich froh, die zu haben, ist von WMF. Die macht sich aber gut, muss ich sagen. Ich gebe jetzt hier das Rosmarin-Pesto damit rein. Das muss so 10 bis 20 Sekunden mit angebraten werden. Angebraten, das muss mit erwärmt werden. Ich gebe die Tüte so ein bisschen eingefroren. So, alles rausdrücken, ist alles bezahlt. So, ich habe die Herd schon ausgestellt, ich rühre das eben alles noch ein bisschen unter. Stinkt schon richtig hinten nach Tannennadeln. So, den habe ich jetzt gerade aus dem Backofen geholt. Meine andere Kamera. Also ich finde, das sieht ganz magnetisch aus, was man hier riecht ein bisschen nach Rouladen, das liegt aber am Senf. Ja, ich hoffe, ihr seht mich. Das ist mein Teller hier. Probieren wir mal. Fangen wir mit den Kartoffeln an. Guten Appetit. Fehlt Salz und die sind halt verkocht. Nee, sag mal. Salz kann ich auch noch nachmachen, ist ja kein Problem. Ein bisschen, so ein bisschen gummiartige Konsistenz finde ich ein bisschen komisch. Ja, kann man mit selbstgemachten, selbstgeschälten, selbstgekochten Kartoffeln aber nicht vergleichen. Aber schmeckt nicht penetrant nach Rosmarin, aber ich finde, man kann es essen. Das ist besser als Kartoffeln schälen. Der Salat schmeckt auch gut. Der Knoblauch und die Karotten harmonieren sehr gut miteinander. Nun bin ich mal aufs Fleisch gespannt. Man braucht es gar nicht schneiden, ist Butterzart. Schmeckt auch gut. Geht dann wirklich von alleine auseinander. Ja, schmeckt wirklich gut. Man schmeckt das Bier zwar nicht raus, aber ich mag das wohl. Ich hoffe, euch hat dieses dreiteilige Video ganz gut gefallen. Wenn ja, gerne Like und Abo dalassen. Die Produkte oder ähnliche, die ich heute verwendet habe, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich muss erstmal essen und dann wieder abwaschen und ich muss noch Wäsche zusammennehmen. Da habe ich gar keinen Bock zu. Vielen Dank.